Okay. Das heißt, ich muss einmal den Raum verlassen. Dann komme ich gleich zurück. Und also direkt zurück. Und dann hätte ich ja, dann müsste der Raum ja resettet werden. So, lass mal kicken. So. Der Raum müsste jetzt resettet sein. Ja, perfekt. So, das heißt, ich gehe erstmal hier drüber. So, darunter. Und dann schiebe ich die Kiste erstmal. Ja, wenn ich das könnte, würde ich sie dahin schieben. Das geht aber nicht. Okay, macht nichts. Dann machen wir es genau andersrum. Wir gehen hier nochmal runter. Schieben die Kiste nach vorne. So. Dann schieben wir die Kiste. Ja, Billy holen. Genau, die Kante Billy. So. Ob das reicht, weiß ich nicht. Wir werden es gleich mal sehen. Weil dann lasse ich jetzt mal Wasser rein in den Tank hier. Ja. Voll. Okay, damit können Sie jetzt nichts anfangen. Okay, hatten wir ja gerade auch schon. Jetzt würde ich mal interessiert. Nee. Aber warum? Nochmal. Machen wir es nochmal. Ist ja gar kein Ding. Machen wir einfach nochmal. So. Also, Ziel ist es, ich muss hier rüber, um dann dort an die Kurbel ranzukommen. Durch unten, durchs Wasser komme ich nicht durch. Also muss ich doch gucken, wenn ich jetzt nochmal hier auf die Plattform gehe. Wenn ich hier versuche jetzt zu drehen, was passiert da? Nach links. Er kann nicht, weil er da gebremst wird. Okay, und jetzt die andere Richtung. Und da ist auch Schluss. Okay. Ich blicke noch nicht so ganz, was wir da tun müssen. Weil den blauen kriege ich ja nicht geschoben. So. Ich könnte höchstens den da runterschieben. Ja, das ist schon klar, aber ich habe Billy ja nicht. Oder muss ich den erst holen? Ah, das kann natürlich sein, dass ich vielleicht erst nach Billy gucken muss, ne? Weil hier geht's ja weiter. Ich habe mich jetzt vielleicht nur durch dieses Rätsel hier aufhalten lassen. Das kann gut sein. So. Der Billy, der ist für die groben Sachen da, ja? Billy! Billy!
alte Säule. Oh. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? Ja. What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. Vollgeist ist cool, können wir am Sonntag spielen. He must have kept messing around with the mother virus. Ja. Billy? Ich weiß nicht, ob die Tür richtig war. Wir probieren es einfach mal. Ah ja, doch. Wage es dich nicht, um mit deiner Shotgun auf die Dinger zu schießen. Tauschen wir mal. Du kriegst erstmal hier die Shotgun-Munition. Ja. So, wie viel hat denn der Billy Boy jetzt hier? Ey, der hat hier... Boah, der 30-Schuss-Shotgun ist das schön. Das gefällt mir. So. Noch einmal. Jetzt können wir es ja mal probieren, lieber Billy. Solo, danke. Okay, wir schieben... Ne, warte mal. Wir schieben die mal... Na, komm her. Oh. Nur ein Stückchen. So. Mhm. So, jetzt kann man hier rum. Ne. Naja, schwere Kiste ist schon recht. Wieso komme ich denn da nicht runter? Oh, ist das ein Mist? So. Ah, ja klar, logisch. Und jetzt mache ich hier, pass auf, jetzt kletter ich da drauf. Jetzt kommt hier wieder Rebecca Honey zum Einsatz. Und jetzt sagen wir, er muss ihn rechts rumdrehen. Das ist jetzt zu gefährlich. Was willst du denn von mir? Geh weg. Na komm, geh runter da. So. Ah ja. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das heißt, ich schiebe sozusagen. Billy muss die Kiste gleich nochmal ein Stück wegschieben. Warte. So. Ernsthaft, ist Billy so fett, dass der da nicht durchkommt? Och, ey.
Ey, Alter, runter da. Aber zackig. So. Und jetzt kann Rebecca das Ding aufmachen. Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Ich hätte gedacht, jetzt kann ich mal eben schnell das Ding da durchschieben. Ah, jetzt sitle. Ich hätte ihn, glaube ich, ganz an der Wand schieben müssen, ne? Aber ist jetzt nicht schlimm. Wir probieren mal noch. Moment. So, jetzt mach du noch mal im Uhrzeigersinn. Okay, das geht nicht. Aber dann habe ich eine andere Idee. Dann drehen wir das ganze Ding jetzt nochmal nach links. So, dann gehen wir auf Billy. Billy soll jetzt mal hier... Nein, 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 nein. Rüber da. So. Dann stellen wir Billy hier mal ins Eck. So. Genau. Wir wechseln. Ich schieb den, die blaue Kiste ganz an die Wand ran. Zack. So. Geh in die Ecke. Lass Becky das nochmal aufmachen hier. Na links. Zack. Ach, die Holzkisten. Ach, können nur die Holzkisten schwimmen? Ja, das ist doof, ne? Das ist doof. Ich meine, klar, Prinzip ist klar, aber dann müssen wir nochmal neu anfangen, weil die Holzkiste hier, oder kann man, ja. Ziehen kann man die nicht, man kann die nur schieben, ne? Ja gut, dann bringt mir das hier nichts. Dann muss ich nochmal den Raum nochmal resetten. Dann muss ich den Raum nochmal ganz geschwind resetten, weil die eine Holzkiste stand ja bis an der Wand dran, die kriege ich da nicht mehr raus. So, gehen wir nochmal rein. Aber gut, Prinzip erkannt. Ist schon mal viel wert. Oh, wir haben schon wieder 12 Uhr. Ja, ist es denn wahr? Ja, Mai. So. Du gehst hier nach unten, Billy. Rebecca. Ans Pult. So. Das heißt, ich werde jetzt erst in erster Instanz. Das ist ja, eigentlich ist das doch. Das ist jetzt doch, wenn ich jetzt das verstanden habe, relativ simpel. Erstmal muss ich den hier ein Stück nach vorne schieben. Ach. Alles klar. Bis Sonntag. So. Den schiebe ich ganz rüber. Nein. Oh, ey.
Warte mal, ich muss den doch noch mal ein Stück wegschieben hier. Nehmen aber anders. Doch, müssen den noch mal ein Stück wegschieben. So. Komm runter da. Noch ein Stück hier rüber. Stopp. So. Okay. Jetzt kann ich die blaue Kiste ein Stück wegschieben. So. So, und jetzt kann die Rebecca das Ding einmal aufdrehen. So, das heißt, sie dreht das Ding jetzt nach rechts. Ah, Mist, hat noch nicht gereicht. Schade. Schade, hat noch nicht gereicht, dass er offen bleibt. Na, da kommt er nicht mehr runter hier, ne? Oh, geht mir das schon wieder auf den Keks hier. Jetzt krieg ich die Kiste nicht geschoben, ey. Oh, ist das ein Mist. Komm her. Na, muss ich nochmal machen. Oh, Mann. Das ist eigentlich sowas. Eigentlich ist das ein billiges Rätsel. Na komm runter da. Nochmal. Da machen wir es nochmal. Also, nochmal raus. Nochmal rein. Okay. Nochmal das Ganze. Im Prinzip. So, lass mal sehen. Ich muss gucken, dass ich den einmal links aufmache und einmal rechts aufmache, damit ich dann die beiden Kisten schieben kann. So. Nichts anderes. Das heißt, so. Den schiebe ich ein Stück runter. So, zack. Das müsste eigentlich schon reichen, hoffen wir. So, dann wechseln. Ja, die langweilt sich hier, das Mädel. Okay, verstehe ich auch. So, jetzt drehen wir es einmal rechts rum. Da. Und wenn wir Glück haben, bleibt er offen. Er bleibt nicht offen. Was hat diese Mistkiste denn? Das Problem ist, ich kann ihn nicht weiter weg an die Wand schieben, weil er sonst... Ja, ich komme schon wieder nicht dahinter. Ach, dann leck mich doch am Arsch, ey. Das ist so eine Fummelarbeit. Eigentlich ein total popliges Rätsel. Einmal links drehen, einmal rechts drehen, dann durchschieben. Und der blaue, den muss ich halt im Prinzip nur von rechts nach links schieben, damit ich die anderen durchrutschen lassen kann. Nochmal. Gut, man könnte es jetzt... Weißt du was, wir machen das jetzt mal.
Wir gehen mal hier rauf und schieben die blaue Kiste mal komplett an die Wand ran. So. Weg. So weit, so gut. Das heißt, ich gehe hier raus. Schalte auf Becky. Gehe hier hin. Und drehe ihn einmal nach rechts. So. Dann habe ich in jedem Fall freie Fahrt für die rechte Kiste. So. Das heißt, in dem Fall kann ich die rechte Kiste schon mal an den Platz schieben. Der passt. So. Warum stopp? Warum stopp? Ach, ich weiß warum. Ah, ja, weil ich ja die mittlere Kiste hätte ich noch nach rechts schieben müssen, ne? Ja, die mittlere Kiste hätte ich noch nach rechts schieben müssen. Na gut. Nicht zur Strafe, zur Übung. Okay. Stimmt. Hast völlig recht. Hast völlig recht. Weil dafür haben die da diese Nische gelassen, dass ich da nochmal reinkomme, um da nochmal nach links zu drücken. Ja, okay, verstehe. Ja. Okay. Aber gut, wie gesagt, nicht zur Strafe, zur Übung. So. Runter. So, es war also so. Die blaue ist mir gerade mal vollkommen wurscht. Die schiebe ich erstmal nur aus dem Weg, damit hier das Ding rotieren kann. So. Okay. Und jetzt kommt Becky. Dreht einmal nach rechts das Ding. Komm her. Zack. So. Genau. Jetzt komme ich wieder und schiebe diese Kiste da durch. Stopp. So. Okay. Jetzt gehen wir hier raus. So, jetzt. Nein! Achso, doch. Ja. Runter da. So. Jetzt kann ich die hier wegwuppen. Die braucht man da nicht mehr. So. Okay. Gut. Jetzt kann ich mich in diese Ecke hier stellen. Kann Becky das jetzt nochmal anders drehen? Nee, das geht nicht. Der ist noch nicht weit genug durch. Aber ich kann ja jetzt hier rüber. Und ich schiebe die jetzt ganz durch. Zack. So. So, jetzt kann Becky das Ding wieder zumachen. So, jetzt, du bleibst da. Jetzt nehme ich ihn. Und schiebe die jetzt ein Stück hier rüber. So, nicht weiter.
So, jetzt kann ich sie wieder aufmachen. Indem ich wieder einmal nach rechts drehe. So. Gut, jetzt habe ich den Vorteil. Er ist weit genug draußen. Rauf. Runter. Wieso schiebt er die jetzt nicht? Och, ernsthaft, wieso schiebt er die denn jetzt nicht, der Mistkerl? Och. Der will mich doch jetzt für dumm verkaufen, oder? Dann nochmal wechseln. So. Okay, dann schiebe ich ihn nochmal ein Stück in die... Na komm, runter da. So. Stopp. Das müsste reichen. Umwechseln. Okay, wechseln. So. Und jetzt schiebe ich wieder ein Stückchen. Stopp. Das reicht. Das muss reichen. So, Rebecca ist wieder am Zuge. Weil ich muss den ja gleich noch nach links schieben. Sonst passt das nicht. Sonst komme ich da nachher nicht mehr rein. So, nach links. So. Okay. Jetzt komme ich hier hin. Upsala. So. So. Und bündig. So. Umschalten. Rebecca. Da. Ja. Nach rechts. So. Dann hier runter. So, und den schiebe ich jetzt durch. Na also. Gut, jetzt schnell raus hier aus der Löwengrube. So. Und jetzt darf Becky nochmal das Becken volllaufen lassen. Läuft. So, jetzt kommt die, ist die große Frage dabei. Wer hat noch einen Platz im Inventar? Keiner! Doch, Becky gleich, pass auf. Dann nehmen wir den hier. Austauschen. Alle. So. Austauschen. So. Jetzt kann Becky hingehen. Dumm, 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 dumm. So, da ist er. Griff mitnehmen? Ja, selbstverständlich möchte ich den mitnehmen.
Ihr geht mit. Team, danke. So. Ah, ist das ein Ding, du. Also. Was liegt denn da oben noch? Aha. Billirad geben. Okay. Ach so, weil sie das nicht drehen kann wahrscheinlich, ne? Ja, gut, okay. Ablegen. Ja. Ja. Umschalten. Austauschen. Dahin. Alle. So. Jo, mitnehmen. Na, dann komm, Billy. Oh, das ist eine Karte. Cool. Ja, und hier ist die Tür. Mhm. Mhm. So, wie viel hat er? Ah, 27, passt. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt mal hier. Billy darf mal zeigen, was er kann. Billy Elliot. Ich möchte ganz gerne aber wieder tauschen. Warte mal. Ah ja. Umschalten. Austauschen. Billy bekommt auch ein bisschen Pistolenmunition. Duck, 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 duck. So. Oh, ist gut. Austauschen. Perfekt. So. Und ich habe hier noch Sprengmunition drin. 7 Stück. Das muss reichen. Zack. Bob, den Baumeister. Ja, hast du recht. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Oh. Ey! Oh. Knabbert dir einfach mein Beinchen an. Bin doch kein Hühnchen. Ah, Pistolenmunition. Schön.